liefert Winsling. Hey, nun guck nicht so traurig. Na gut. Aber halt die Klappe, hörst du? Und lass dich nie wieder hier sehen. Was für ein harter Junge. Immer noch der alte Killerinstinkt. Wie hast du mich gefunden, Bert? Ich bin Sicherheitsexperte, das gehört zu meinem Job. Okay, okay, deine Mama hat's mir erzählt. Freut mich wirklich, dass du so begeistert bist, mich wiederzusehen. Würdest du meinem geschundenen Körper vielleicht auch ein kleines Plätzchen gönnen? Brauchst du eine Einladung? Also hör zu. Ich hab mal wieder einen absolut dicken Fisch an der Angel. Der Mann sucht einen Leibwächter. Ich hab sofort an dich gedacht. Vergiss es. Ich bin leider kein Leibwächter. Ich bin Wrestler. Hey, warte mal, du... Ich bin Wrestler. Hör mal, ich hab dich 15 Jahre gemanagt. Nein, Bert. Du bist zu oft an den Ringpfosten geknallt. Ich bin kein Leibwächter, vergiss es. Nun hör mir mal zu. Du kannst damit einen Haufen Geld verdienen. Ich hab Nein gesagt. Ach, hast du eigentlich immer noch diese Albträume? Ja, manchmal schon. Wieso kommst du auf mich? Ich liebe dich wie ein Sohn. Und weil niemand für mich arbeiten will. Ziemlich traurig für dich, hm? Ja, das kann man wohl sagen. Nur ein paar ungedeckte Schecks und schon wollen sie dir alles wegnehmen. Genau wie in Reno, als das Hotel unsere Sachen eingeschlossen hatte und ich nur mit dem Handtuch um den Hintern die Feuertreppe runtersteigen musste. Wir hatten viel Spaß miteinander, oder? Nein. Weißt du, jedes Mal, wenn das Wetter umschlägt, tut mir das angeschossene Bein weh. Ey, warte mal. Ich glaube, der Kerl wollte dich treffen. Schon gut. Aber ich will den Job nicht, auch wenn du mir das Leben gerettet hast. Ja, ja, hilf den Fischen, aber nicht deinem alten, notleidenden Freund. Das nenne ich Dankbarkeit. Dem Lebensretter einen Tritt in den Hintern. Ich wieder ab. Lass es dir doch wenigstens erklären. Ah. Ein Geheimrezept. Chili, ganz frisch aus der Dose. Ah. Heiß und gesund in deinen Mund. Hast einen ziemlichen Hunger, hm? Schon seit einer Woche. Hier. Also, pass auf. Das kriege ich wieder. Frag ein, was du brauchst. Nein, 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 ich brauche keine Almosen. Ich brauche einen Job. Ich muss diesen reichen Typ zufriedenstellen. Sonst bin ich absolut raus aus dem Geschäft. Aber ich will morgens auch noch in den Spiegel sehen können. Ich werde niemals betteln. Klar. Außer in besonderen Notfällen. Hey, Sean, Bruder, hilf mir bitte. Bitte, oh, Mann, Mann, hilf mir. Hör endlich auf damit. Du weißt, ich hasse das. Oh. Ich übernehme den Job. Oh, Mann. Das wird dir der alte Bird niemals vergessen. Wo bleibt der Nachtisch? I just wanna go fishing in the deep blue sea. Cause I need a change from my reality. This world will beat you down, beat you with a stick. You want an ice cream pop, they give you a boot to lick. I need some time to sort out all this mess. I gotta be rough and ready when they put me to the test. Baby, gonna call your bluff. It don't get going. Guten Morgen, Mr. Mason. Guten Morgen, Jane. Nehmen Sie den Kaugummi aus dem Mund. Ja, Mr. Mason. Betty, ich habe einen Tippfehler gefunden. Seite 649, zweiter Absatz, viertes Wort. Bitte korrigieren Sie das. Frank, wo ist der Leibwächter? Der muss bald eintreffen, seien Sie unbesorgt, Sir. Die Wachen stehen in voller Alarmbereitschaft. Niemand kann hier unbemerkt rein. Achtung! An alle Einheiten. Potenzieller Eindringling am Haupttor. Roger, habe verstanden. Was suchen Sie hier, hm? Ich will zu Mr. Mason. So, wollen Sie das? Los, absteigen! Warum denn? Runter von der Karre! Vergessen Sie es. Sind Sie schwerhörig oder bloß dämlich? Nein, ich habe nur eine überaus niedrige Hemmschwelle bei Gorillas in Mietbullenkluft. Gorillas, hm? Das hättest du nicht tun sollen! Ist das der Leibwächter? Ein schrecklicher Fehler, Sir. Ich werde ihn sofort wieder entlassen. Nein, wieso denn? Dieser Mann ist großartig, ein echter Profi. Sie arbeiten bestimmt schon lange in dieser Branche. Zu lange, würde ich sagen. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Wir haben ihn. Das ist der Mann, der Sie hergeholt hat.
mein Sicherheitsexperte. Oh, tut mir leid, Kumpel. Ich wollte dir helfen. Oh, danke. Hier ist Alex Mason. Ah, Mr. Mason. Hat Ihnen der Gruß in der Schublade gefallen? Ja, sagen Sie, wer sind Sie? Oh, Sie wissen doch genau, wen Sie hier an der langen Telefonleitung haben. Den Interessenten für Ihren Computership. Den Chip für Ihren Peacefinder. Ich sagte doch, er ist unverkäuflich. Auf dieser Welt ist alles käuflich. Und die einzige Frage dabei ist der Preis. Sie haben 24 Stunden Zeit, es sich nochmal zu überlegen. Und geben Sie Acht auf Ihre reizenden Kinderchen. Soll ich die Polizei verständigen? Worauf warten Sie noch? Der Mann hat mich niedergeschlagen! Oh. Hey. Nein, keine Polizei. Wenn irgendjemand von diesem Peacefinder-Projekt erfährt, haben wir nicht nur einen, sondern sämtliche Irren am Hals. Was für ein Peacefinder-Projekt? Tut mir leid, das ist geheim. Wenn ich mein Leben riskiere, dann möchte ich auch wissen, wofür. Schön, war nett, Sie kennenzulernen. Okay, also Sean, ich sag's Ihnen. Aber nur, wenn ich mich auf Ihre Verschwiegenheit verlassen kann. Verstehen Sie was von Chips? Am liebsten mag ich die mit Schinken und Käse. Ich rede nicht über Käse, sondern über Siliziumchips. Er versteht doch sowieso nichts von Mikrochips. Er ist doch nur ein Leibwächter. Soviel ich weiß, besteht ein Chip aus dem Halbleiter Silizium und auf ihm ist eine Vielzahl elektronischer Schaltkreise untergebracht. Wirklich gut. Wissen Sie, der Chip selber kostet nur eine Kleinigkeit, aber die Information darauf ist Millionen wert. Es gibt nur einen einzigen davon. Ihre Entwicklung? Nein, die meiner Firma. Mit Gründung des Ladens hier hatte ich keine Zeit mehr, irgendwas zu entwickeln. Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Das ist das Modell des Peacefinders. Mit unserem Chip ist er in der Lage, jeden Flugkörper zu treffen, egal von wo aus er abgefeuert wurde. Cool. Ja, um all den verrückten Kriegstreibern auf der Welt auf die Finger zu hauen. Absolut cool. Ja? Kommen Sie, ich sage Ihnen, was Ihre Aufgabe ist. Komme! Alles klar, ich bewache den Chip. Nein, Sean, Sie passen auf meine Kinder auf. Das meinen Sie doch nicht im Ernst. Ich hasse Kinder. Sie beschützen die Kinder nur. Alles andere besorgt das Kindermädchen. Ich finde jemand anderen, Sir. Sie hören ja, er will den Job leider nicht haben. Moment mal, ich sag doch nur, ich meine, ich kann's ja mal versuchen. Oh ja, sie brach sich die Nase. Den Hals. Ich glaube, dass Miss Kopalski einen Kurzschluss in ihrem Föhn hatte. Oh, was für ein Pech. Und die Stellenvermittlung will uns keine Mädchen mehr schicken. Was haben Sie gesagt? Darum hast du wohl Mr. Frankenstein mitgebracht. Alex! Kann ich mal telefonieren? Versuchen Sie es. Hast du Angst vor Kindern, oder was? Das war nicht ausgemacht, hörst du? Dieser Frank hasst mich wie die Pest. Gut, ich hab verstanden. Du bist nicht der richtige Mann dafür. Tust du mir bitte noch einen Gefallen? Schieß los. Geh zu mir nach Hause und dreh das Gas in meinem Herd ab. Warum kannst du das nicht selbst tun? Weil mein Kopf drin stecken wird! Okay, Bert, wie du willst. Nur vorher musst du mich erstmal hier rausholen. Was? Ich kann dich auf einmal nicht mehr hören. Muss die verdammte Telefongesellschaft sein, die mir die Leitung abklemmt. Außerdem schwindet mein Gehör allmählich vor Hunger. Thank you.
passiert? Was zum Teufel heißt hier gut? Ich hatte Ihr Handgelenk anvisiert. Was suchen Sie hier in meiner Küche? Ich bin Sean Armstrong, Leibwächter der beiden Kinder. Mr. Babysitter. Also gut, was soll's. Ich bin seit 4 Jahren hier und habe eine Menge kommen und gehen sehen. Aber niemand war so groß wie Sie. Hübscher waren Sie alle und gescheiter wahrscheinlich auch. Aber größer war keiner. Hier, machen Sie sich nützlich. In die oberen Fächer. Und Sie haben es überlegt? Das will ich meinen. Wenn man selbst 4 Kinder großgezogen hat, ist man abgehärtet. Was machen Sie da? Ich führe die Gedenktafel für Kindermädchen. Sie kommen heil und gesund hier rein. Aber Sie kommen nicht heil wieder raus. Hm. Viele Namen sind das aber nicht. Oh. Ich kann auf mich aufpassen. Ich hoffe, dass Sie eine gute Unfallversicherung haben. Das letzte Kindermädchen vergraut, schleppt Dad einen Leibwächter an. Ja. Cool, tolle Idee. Butter ist einfach am besten. Pass auf, der Stolperdraht. Also Kinder, ich möchte auf keinen Fall, dass unserem neuen Mitbewohner irgendetwas Schlimmes passiert. Was soll ihm denn Schlimmes passieren? Sehr freundlich. Hört sich an, als hätte er es eilig. Guten Abend. Oh, guten Abend. Geht's Ihnen gut? Danke, großartig. Siehst du, Daddy, unser Mitbewohner fühlt sich wohl bei uns. Ja, Prinzessin, ich sehe es. Oh, vielen Dank. Wisst ihr was? Heute Abend gehen wir alle zusammen aus und jeder bekommt einen großen Eisbecher. Ja! Dad, bei dir piept es. Ja, ich bekomme einen Fax. Hauen Sie ruhig richtig rein, solange Sie noch alle Ihre Zähne haben. Oh nein, es läuft mal wieder alles verkehrt. Tut mir leid, Kinder, aber wir müssen unser Eisessen leider verschieben. Ja, klar. Rufen Sie an, wenn Sie einen Termin haben wollen. Komm mit, Kate. Ich habe keinen Hunger mehr. Was ist denn nur hier los? Nur eine typisch verhaltensgestörte amerikanische Familie. Und wo ist die Mutter? Leider vor 2 Jahren gestorben. Seitdem geht es ständig bergab. Hier, das nächste Mal serviere ich den Kartoffelbrei im Eimer. Ich glaube, Sie können mich nicht leiden, Frank. Aber nicht doch, Mr. Thanatos. Wie kommen Sie denn darauf? Was trieb Sie dazu, diesen Leibwächter einzustellen? Ach, Sie meinen diesen Armstrong. Nun, der Mann arbeitet für den Schwachkopf Bird. Bird heuert nur Versager an. Und er hat mir den Kerl empfohlen. Ich hoffe doch, dass Sie kein Versager sind. Ich kann für meine Pläne keine Stümper gebrauchen, Frank. Ich will diesen Chip. Also passen Sie auf. Bitte, Sir. Ich weiß, wo er den Chip aufbewahrt.
Ich habe einen tollen Plan. Falsch! Ich mache die Pläne. Los, erzählen Sie mir, was Sie wissen. Verzeihen Sie, Mr. Mason. Ich bin im Moment sehr beschäftigt, Sean. Ich wollte nur fragen, wann das neue Kindermädchen eintrifft. Oh, ja, vielleicht kann ich im Nachbarstaat eins auftreiben. Ja, und natürlich bekommen Sie von mir eine Gehaltserhöhung. Nein, Sir, das will ich nicht. Ich will nur, dass Sie ein neues Kindermädchen besorgen, möglichst bald. Endlich ein bisschen Ruhe. Ich hasse Kinder. I don't wanna go to school. Why do I have to go to school? Wieso hast du keine Mütze auf? Wozu denn? Ich bin nicht euer Chauffeur. Wirklich? Dann wollen wir doch mal scharf nachdenken. Wir sitzen auf der Rückbank. Und du fährst den Wagen. Wir sagen dir, wo du hinfahren musst. Daddy bezahlt dich dafür. Und der Wagen gehört ihm. Alle Umstände sprechen gegen dich. Los, Mütze aufsetzen! Ich schreie, wenn du es nicht machst. Schrei so viel du willst. Ich werde den Deckel trotzdem nicht aufsetzen. Fahr noch ein Stückchen weiter. Hey, hier bin ich auch zur Schule gegangen. Ihr beide geht wirklich auf eine normale Schule? Oh, er hat lesen gelernt. Unser Vater glaubt, das formt den Charakter. Aber wenn ich ihm erzähle, dass du auch in dem Laden hier warst, dann... Hey, was machst du denn da? Soll jeder Blödmann hier wissen, dass ich in einem gelben Rolls-Royce zur Schule fahre? Wo liegt das Problem? Alex hat keine Freunde. Das überrascht mich gar nicht. Kinder! Kinder! Ich hab doch gesagt, dass sie ihn rausschmeißen sollen. Ich werde hier sitzen bleiben, hörst du? Ruhe bitte! Ich habe das Sagen hier, Kinder! Sie haben das Sagen hier, aber es hört leider niemand auf Sie. Das reicht! Bitte erhebt euch und geht sofort zum Direktor! Manche Dinge im Leben ändern sich wohl nie. I don't wanna go to school. Except for principal this rule. Hey, das ist ja immer noch da. Ich habe gesagt, ich rede nicht mehr mit dir. Ist Sean Armstrong? Genau der. Und vielleicht rede ich doch wieder mit dir. Gefällt mir ganz gut. Du hast bestimmt eine Stunde dafür gebraucht. Eine Stunde? Bei so einem Kunstwerk? Das waren 7 Jahre mit einer Büroklammer. Bestimmt hast du ziemlich oft hier gesessen, hä? Kate Mason, du bist also schon wieder hier. Ich begleite sie. Oh, sie? Oh. Sean Armstrong, vielleicht erinnern Sie sich an mich. Armstrong? Doch nicht etwa Sean, der König der Nachsitzer Armstrong. Freut mich immer wieder, wenn ein ehemaliger Schüler hier ist. Du darfst wieder gehen, Katie. Was für ein reizendes Kind. War mir ein Vergnügen. Du musst uns die Tür aufhalten.
geschafft, Orson. Derselbe alte Sean Armstrong, mit dem ich jahrelang durch alle Staaten dieses großartigen Landes gereist bin. Ein Mann, der sich vor keinem noch so brutalen Gegner gefürchtet hat. Und nun bekommt dieser furchtlose Riese plötzlich Schiss vor zwei harmlosen kleinen Kindern. Wenn es dir Spaß macht, dir weiter auf den Schädel hämmern zu lassen und verrückte Albträume davon zu bekommen, bitte. Aber vergiss nicht, Ex-Wrestler sind bei der Stellenvermittlung nicht gerade gefragt. Und wer außer mir bietet dir eine Karriere? Ein Elektromagnet. Ferngesteuert. Willst du mal sehen? Okay, geh ein bisschen zurück. Das reicht. Und nun musst du hier drehen. Wow. Du bist so klug, Alex. Und fürchterlich böse. Hey, das schaffst du doch, oder? Ich glaub schon. Wie funktioniert denn das hier? Voll elektronisch. Ich programmier's dir. Komm, setz dich. Wie viel wiegst du? 130 Kilo. 130. Ich schneide deine Füße an. Ist mir irgendwie unheimlich, wenn ihr so nett zu mir seid. Wann waren wir denn mal nicht nett? Okay, du kannst anfangen. Wiedersehen, Sean. Ich wünsche dir ein schönes Training. Viel Spaß. Was hast du denn programmiert, hä? Nur 20 Minuten. Und 200 Kilometer in der Stunde. Hey, jemand muss das Ding anhalten. Gar nicht so übel. Noch ein kleines Abschlusstraining. Mann, ist der stark. Das können wir ändern. Ich bin nicht in Form. Guck her, manchmal bist du wirklich noch sehr unreif. Oh.
Wie war denn die Dusche? Ziemlich haarsträubend. Au! Tut mir leid. Ah. Weißt du, ich denke, wir sollten jetzt aufhören. Erst, wenn wir ihn raus haben. Ich glaube nicht mehr, dass wir das schaffen. Und irgendwie habe ich ihn ganz gern. Er nervt uns nicht andauernd wie diese Kindermädchen. Das muss ich zugeben. Er ist eine ziemlich harte Nuss. Mhm. Ich halte das nicht mehr länger aus. Sie können doch jederzeit kündigen. Was macht es schon, dass die Leute meinen, sie wäre eine weinerliche alte Jungfrau? Woher sollen denn das die Leute wissen? Weil ich sowas nicht für mich behalten kann. Also werden es bald alle wissen, Herzchen. Herzlich willkommen in der Ruhmeshalle der ewigen Schande. Ich muss allerdings auch an meinen Freund Bert denken. Nein, Sie müssen an die Kinder denken. Sind Sie verrückt? Die würden mich glatt umbringen, wenn sie könnten. Na und wenn schon. Sie sind doch eine Menge gewöhnt. Sie müssen nur noch ein wenig durchhalten. Dann haben Sie gewonnen schon. Meinen Sie wirklich? Nein, wahrscheinlich habe ich mich geirrt. Aber Sie können es ja mal versuchen. Hart durchgreifen, reinhauen und runterschlucken. Also bitte sehr, runter damit. Hier, Nachschlag von mir. Vielen Dank. Wow. Der verbiegt das, als wäre es gar nichts. Alex, Kate, ich bin wieder zu Hause. Wir sind hier im Fitnesskeller. Jetzt gibt's vielleicht doch mal ein Donnerwetter. Hi. Was ist passiert? Wir haben Blödsinn gemacht und beinahe Sean getötet. Ja, werden wir dafür bestraft, Dad? Die freuen sich wohl noch darauf. Nun, wozu? Sean ist wohl offen, das lässt sich alles wieder reparieren. Ich muss vor dem Essen noch telefonieren. Was? Was? Ja, vergessen wir die Sache. Und nun entschuldigt mich bitte. Verzeihen Sie, Mr. Mason. Sie meinen, dass der Fall damit abgeschlossen ist? Ich würde gern mit Ihnen diskutieren, Sean, aber ich habe zu tun. Kein Wunder, dass Ihre Kinder missraten sind. Sowas dürfen Sie nicht sagen. Ich muss doch ganz allein zwei Kinder großziehen. Dass Sie Ihre Frau verloren haben, tut mir leid. Aber wenn Sie es nie schaffen, für die beiden da zu sein, sollten Sie sie weggeben. Wenn wir weg wären, würde er es gar nicht merken. Alles okay, wir löschen das wieder, kein Problem. Schon passiert. 4, 5, 6, 9, 8, 7, sowas. Das löschen wir auch wieder. So. Verdammt, wie war die Kombination? Langsam werde ich ungeduldig, Frank. Nur noch einen Moment. Mir tut höllisch der Kopf gleich weh. Gleich haben wir es zuerst. Brutaler Muskelmarsch. Wolfgang, du bist... Weißt du, was du bist? Du sprengst mir meinen Schädel! Zuerst den Safe, Mr. Thanatos. Der Chip, Frank. Warum ist unser Chip nicht dort drin? Mason hat den Chip woanders versteckt, Sir. Hören Sie, Sir, das war nicht meine Idee. Nein, das war Ihr Plan, Sir, nicht meiner. Na, großartig, die Bullen werden auch bald hier sein. Komm, mein japanischer Freund, schlag mir mal kurz auf die Wange, aber sachte, nur so als Alibi. Stehen Sie bequem. Nein, Wolfie, um Gottes Willen. Nein! Oh, mein Schädel. Oh, mein Schädel, er explodiert. Explodiert. Holt mir Aspirin. Ganz gut, Kinder, und nicht rennen. Nicht rennen. Mason, wo willst du hin? Wir warten schon auf dich. Hey, ist es denn schon wieder so weit? Halt's Maul, Baby. Alex, was war denn heute Morgen? Wir haben nach dir gerufen. Ach, ihr wart das. Halt die Klappe, rück's raus. Ich hab mein Geld heute vergessen. Au!
Mason, Mason, du bist nicht ehrlich zu uns. Das kostet dich 50 Mäuse, damit du wieder unser Freund sein kannst. Die können was erleben. Du wirst es nur schlimmer machen. Wie oft passiert denn das? Bloß einmal am Tag. Schlappschwanz. Genau. Sag ihm bitte nichts. Er ist furchtbar sensibel, weißt du? Hey, Schlappschwanz, soll Sean dir das Händchen halten? Halt die Klappe! Siehst du, ich hab ja gesagt, er ist sehr empfindlich. Alex, ich hab gesehen, was passiert ist. Kümmer dich um deine Sachen. Ich könnte dir ein paar Griffe und Tricks beibringen. Danke, Mr. Babysitter. Ich brauch deine blöden Griffe nicht. Hast du schon mal so einen Saustall gesehen? Ja, wir werden eine ganze Weile zu tun haben. Die Chirurgen übrigens auch. Ausgerechnet der Chef der Sicherheit. Frank. Also, lieber Frank. Ich bin froh, dass Sie wieder da sind. Haben Sie die Kerle erkannt? Sie hatten keine Chancen. Oder etwa doch? Vermutlich war es dieser Erpresser. Ich muss also doch nach Washington fliegen, möglichst noch. Ich fliege noch heute. Oh, ich buche den Flug für Sie. Danke, Frank. Danke. Oh, Verzeihung, tut mir leid, Frank, wirklich. Ja, Wieso warst du vorhin so gemein? Ich hab ihn nur heiß gemacht, damit er die Abkühlung verträgt. Was hast du nun schon wieder vor? Rate doch mal. Ich brauche dafür 100 Liter rote Lebensmittelfarbe Nummer 2. Oh, Alex, nicht die Blutgrube. Natürlich. Die magst du doch so. Ich finde, wir haben ihn schon genug geärgert. Und außerdem finde ich ihn ganz nett. Hör auf, Sean zu bemitleiden. Er ist nur unser Kindermädchen. Nein, er ist kein Kindermädchen. Ich hab ihn gefragt. Okay, hör zu. Ich mach den Vorschlag. Wenn Sean es überleben sollte, schließen wir Frieden. Na gut. Versprochen? Versprochen. Aber nur, wenn du auch mitmachst, okay? Komm. Diesmal schmeißt du noch den Komposthaufen rein. Ich hol den Seetank. Wofür war denn das schon wieder? Für die Sauerei hier, Sie Ferkel! Das kann man doch auch in Ruhe besprechen. Ja, aber das wäre ziemlich langweilig. Hilfe, Sean! Hilf mir! Nicht hinhören! Keine Sorge, ich rühre keinen Finger mehr für diese Brut. Hilfe, Sean! Ich kann nicht schwimmen! Oh mein Gott! So ein Idiot! Ich komme! Halt durch! Ja, komm schon! Ich komme! Corinne, hilf mir! Ich habe keine Schraube zu wenig rausgedreht. Meine Berechnung war wieder genial. Wow, sieht ja toll aus. Er braucht nur noch eine Mistgabel, einen Schwanz und Hörner. Jetzt ist es genug. Hört zu, von jetzt an werdet ihr euch anständig betragen. Und zwar genauso lange, wie ich noch hier bin. Das hast du davon. Halt die Klappe, hör auf rumzuschreien. Hinsetzen. Du brauchst nicht gleich zu explodieren, hörst du? Eins sage ich euch, keine Tricks mehr und keine Spielchen. Ihr steht erst wieder auf, wenn ich es euch erlaube. Hinsetzen! Das war der Stolperdraht. Und das war das Mehl. Ich mein's verdammt ernst! Gute Nacht, Sir. Nacht, Harry. Oh. Was ist nun wieder passiert? Oh, war gar nicht so schlimm. Na schön. Ich bin froh, dass Sie noch hier sind, Sean. Besonders nach dieser Geschichte gestern. Ich pflege nicht so schnell aufzugeben. Freut mich. In der Firma wurde eingebrochen, Sean.
Ich fliege nach Washington. Sie müssen für diese Zeit erhöhte Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ich rufe meinen Boss an. Gut. Wo sind die Kinder? Hi, Alex. Hi, Kate. Wir werden bestraft. Ja, natürlich. War das denn wirklich nötig? Ich glaube schon. Ehrlich, tut mir leid, dass die Kinder sie hassen, aber sie sind nicht ihr Vater. Es war Zeit, mir ein wenig Respekt zu verschaffen. Ich kenne meine Kinder, sie respektieren niemanden. Okay, ihr dürft jetzt aufstehen. Oh, danke, Sir. Danke, Sir. Ich habe mich wohl geirrt. Oh ja, danke, Sir. Euer Majestät, Mr. Sean Armstrong, Sir. König der Menschen, Oberhaupt aller Götter, Creme de la Creme. Was? Du kannst nicht allein damit fertig werden? Hauen Sie ab! Das bringt doch nichts! Was? Nein, geben nicht Sie doch! Schon her. Wieso denn? Ging mir noch also nie besser, geben ha? Sie her! Nein! Ist nur eine Störung an der Leitung! Also bis morgen! Weg! Nehmen Sie es! Ja. Nehmen Sie es! Na, endlich! Bears. I gotta be in this crazy mixed up world like you're supposed to be. Bist du noch lange hier? Ja, aber hier ist noch Platz für zwei. Don't have to be rude, don't have to be cruel. All you really got to have is attitude, dude. Weißt du, eine Menge Leute stemmen Gewichte. Ja, na und? Tja. Also, für einen Kampf brauchst du die richtige Einstellung, nicht nur Muskeln. Ha! Sowas zu behaupten ist keine Kunst für einen, der so groß ist wie zwei Elefanten. Ich hatte früher auch so ein paar reizende Freunde wie du. Ich war immer schon groß, aber das hat mir auch nicht geholfen. Ich wurde regelmäßig verdroschen. Und wann haben die Typen damit aufgehört? Nach der Abschlussprüfung. Oh. Und erst der winzige Bird hat mir gezeigt, wo es lang geht. Der winzige, alte, kluge Bird. Mhm. Okay, zeig's mir. Bitte. Füße auseinander. Gewicht nach vorn. Nach vorne, Alex. Los nochmal. Merk dir, locker, aber bereit. Okay, locker, aber bereit. Ja. Alles klar. Ja, schon besser. Nein, so haut dich jeder Schlag um. Komm, nimm die Hände wieder runter. Entspann die Schultern. Ich komme mir so idiotisch vor. Ja, das kenne ich. Aber gegen dieses Gefühl gibt's ein Mittel. Ich bin böse. Ich bin böse. Ja. Ich bin böse. Ich bin super böse. Oh, oh ja. Was bist du böse? Ja. Klasse. Ah. Oberaffen böse. Alex, was ist denn? Daddy? Ich bin's bloß. Ich kann nicht schlafen. Mach's einfach wie letzte Nacht. Da konnte ich auch nicht einschlafen. Aber die Nacht davor vielleicht, hm? Nein. Nur als meine Mama noch da war, bevor sie zum Himmel geflogen ist. Weißt du, ich habe als kleiner Junge meinen Dad verloren. Aber er ist nicht zum Himmel geflogen. Du meinst, er ist, Oh. Mami hat mir oft ein Lied vorgesungen. Singst du es für mich? Ich glaube nicht, dass ich das Lied kenne. Ich kann es dir vorsingen. Spiel mit dem Wind und dem tosenden Meer. Flieg wie ein Vogel so weit. Trag mir den Jüngling, den König.
König der Welt, in deinem schützenden Kleid. Hey, wach auf! Ich bin wach. Dann sing! Ich habe eine furchtbare Stimme. Sing! Na gut, aber ich singe ein Lied, das ich kenne. Funkle, funkle, kleine Stern, ach, wie bist du mir so fern, strahlend schöner Diamant, geheimnisvoll und unbekannt. Funkle, funkle, kleine Stern, ach, wie hab ich dich so gern, strahlst auf unsere kleine Welt. Frank, was machen Sie denn hier? Erhöhte Sicherheit, gut. Ist Harry draußen im Wagen? Harry ist wieder... Sonst ruft er immer an, wenn er mal blau machen will. Oh, Ihre Voraussicht ist beeindruckend. Er pennt seinen Rausch in der Garage aus. Gut, ich hole nur noch meine Koffer. Es hat funktioniert. Du musst erst noch Dolly küssen. Ich küsse keine Puppen. Du wirst mich noch aufwecken. Das darfst du aber keinem verraten, klar. Dolly würde heute Nacht gern bei dir schlafen, Sean. Niemals. Was? Ja, 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 ist ja gut. Sean! Geben Sie mir doch mal die Puppe. Wollen Sie Dolly etwa auch küssen? Was? Ach, Sie meinen für Kate, ja richtig. Na, für mich bestimmt nicht. Hören Sie, Sean, ich würde Sie bitten, den Kindern auszurichten, dass ich Sie liebe. Warum tun Sie das nicht selbst? Sie meinen gleich jetzt? Ja, oder haben Sie was Wichtigeres vor? Ja, Sie wissen doch, dass ich... Nein, natürlich nicht. Gut. Und vergessen Sie nicht, hoffnungsvolle Anfänge sollte man ausbauen. Hey, Sean, weißt du, ich hab mir gedacht, dass... Oh, hi, Dad. Was machst du denn hier? Ich möchte dir gute Nacht sagen. Ist das so überraschend? Wenn ich ehrlich sein soll, ja. Hey, meine alte Werkbank sieht toll aus mit all deinen Erfindungen drauf. Wirklich. Das war meine beste Zeit. Ich habe viel falsch gemacht, Alex, aber das will ich ändern. Ich verspreche es. Ich kann dir ja dabei helfen, wenn du vielleicht ab und zu auf mich hören würdest. Okay? Ich liebe dich, Alex. Ich liebe dich auch. Mr. Mason? Entschuldigen Sie bitte, aber Dolly soll heute Nacht bei mir schlafen. Oh ja, dann sollten Sie gut auf sie aufpassen. Das werde ich. Hier. Sean. Danke für alles. Katie? Ich liebe dich, Katie. Sag's noch mal. Ich liebe dich auch, Daddy.
die Ausfahrt zum Flughafen. Hey Mann, wohin fahren Sie denn? Entspannen Sie sich und genießen Sie die Fahrt. Mr. Thanatos hat sich diesen Abend für Sie freigenommen. Thanatos? Ist das etwa der Verrückte, der... Oh Gott! Frank! Frank, unternehmen Sie doch was! Frank! Was? Was? Ich arbeite für Mr. Thanatos? Warum haben Sie das getan? Was? Für Geld! Sie blöder Trottel! Er wird Sie umbringen! Umbringen, wenn Sie nicht mehr von Nutzen für ihn sind! Ja, ich komme. Ich hab doch gesagt, ich komme. Dir werde ich die Uhr anpassen. Oh, Mama. Wollen Sie, dass ich Ihnen Ihr Stöckchen über den Schädel ziehe, Sir? Schon. Hey, Bart, schön, dich zu sehen. Ja, genauso schön, dich zu sehen. Gibst du mir mal 20 Dollar fürs Taxi? Oh. Behalten Sie den Rest. Wie schön. Ein Viertel Dollar. Ein Viertel Dollar? Geben Sie her. Ist ja nicht Weihnachten. Und wer ist das Schätzchen dort? Corinne, das ist mein Freund Bert. Unser dynamisches Duo, Humpelchen und Pumpelchen. Sie hat heute Morgen gute Laune. Hey, wer ist das denn? Alex, Kate, Bert Wilson. Ah, die Teufelsbraten. Sie sind viel zu winzig für einen Bodyguard. Und du bist zu winzig für so ein großes Maul. Leider können wir für Sie nur eine Rentnergage bezahlen, Opa. Hey, Kinder, ein bisschen mehr Respekt. Bert hat mir das Leben gerettet. Sehr richtig. Ich habe eine Kugel ins Bein bekommen, die eigentlich für ihn bestimmt war. Das Blut spritzte wie im Viervierteltag. Kaboom, kaboom, kaboom. Bis an die Decke. Oh, cool. Die ganze Geschichte fing damit an, dass ein Kerl namens Tommy Thanatos einen bedeutenden sportlichen Wettkampf manipulieren wollte. Die Baseballmeisterschaft? Noch bedeutender. Jedenfalls haben wir uns entschlossen, ehrlich zu bleiben, und Thanatos verlor einen Haufen Geld. Und als der Kampf vorbei war... Ah, gratuliere, wir können die Hotelrechnung bezahlen und du kriegst deine Klamotten wieder. Bert, musst du denn jeden Sieg nur nach dem Geld bewerten? Ich hatte euch vorhin befohlen, diesen Kampf zu verlieren. Durch euch verliere ich ein Vermögen. Sie können Ihren Friseur nicht mehr bezahlen, was? Wir betrügen niemanden. Ganz recht, obwohl, wenn ich auf dem Klo säße und ich könnte unter mir Ihre fabelhafte Lockenpracht entdecken, würde ich vielleicht ganz gern mal drauf scheißen. Was denn? Du willst mir auf den... Ihr macht euch über mich lustig? Ihr seid tot! Geh weg da! Ah! Bin hier! Geh mir aus dem Weg! Stehen bleiben! Hör mir! Es hat ihn ziemlich hart erwischt. Er ist im Swimmingpool des Hotels nebenan gelandet. Er hat bestimmt mächtig gespritzt. Es war kein Wasser im Becken. Zum Glück hat seine gewaltige Hartolle das Schlimmste verhindert. Sie haben ihm sein bisschen Gehirn wieder reingetan und den Schädel mit einer Metallplatte verschraubt. Wow, wirklich, du kannst richtig witzig sein. Aber was kannst du außerdem, Papi? Hm? Was ich noch alles kann? Okay, gekauft. Ich bring dich in deine Klasse. Nein, danke. Erst will ich sehen, wie Alex verprügelt wird. Hey, Alex. Hat Sean dich in seine tolle Psychotaktik eingeweiht? Ja. Vergiss es. Danke, ich komme schon zurecht. Danke, Bert, aber ich bin versorgt. Okay, ganz wie du willst. Hey. Unser Zwerg hat sich was überlegt. Vielleicht sind die Jungs netter, wenn ich immer gleich zu ihnen komme. Stimmt's, Alexander? Falsch! Was? Ihr kriegt von mir keinen Penny mehr! Oh, wenn das so ist, müssen wir dich wohl in Ruhe lassen. Wie schade für uns. Rück dein Portemonnaie raus. Ich werde ihm helfen. Er will keine Hilfe, Sean.
Oh, hat Mami dir eine Strippe angenäht, dass du dein Geld nicht mehr so oft verlierst? Hör auf, so von meiner Mutter zu reden! Was willst du dagegen? Ah, los, weg hier! Ist der Glanz doch wirklich gleichmäßig? Jasse. Ausgezeichnet. 90 Sekunden, Mr. Thanatos. Gut, also wieder raus mit ihm. Den Chip, Mr. Mason. Wo haben Sie ihn? Ich habe dafür Jahre meines Lebens geopfert. Und ich verschenke ihn nicht an irgendeinen kompletten Vollidioten. Oh, das war unbeherrscht und sehr beleidigend. Ich bin ein Geschäftsmann. Und genauso wie Sie lebe ich nur für meine Arbeit. Natürlich sind manche Tage befriedigender als andere. Also wieder zur Sache. Nennen Sie mir Ihren Preis. Na los. Vergessen Sie's. Oh, ich habe mich wohl geirrt. Ich dachte, dass Sie ein kluger Mann wären, aber nein. Sie wollen ja nicht mal verhandeln. Gut, dann bestimme ich den Preis. Alex Junior und Kate. Du Schwein! Du Schwein! Du Schwein! Hätte ich gewusst, dass Sie so reagieren, hätte ich Ihnen das schon viel früher vorgeschlagen. Möchtest du ein Stück Zucker oder zwei? Ich sehe leider keinen Zucker. Wir spielen doch nur. Also schön, dann nehme ich zwei. Du hast den Tee verschüttet. Tut mir echt leid. Ich bin eben ein Tollpatsch. Das war ich schon immer. Holzklotz haben sie mir nachgerufen. Du musst doch deswegen nicht gleich traurig sein. Ich kann dir Unterricht geben. Wirklich? Na klar. Aber nur, wenn du alles tust, was ich dir sage. Erste Lektion, die Tasse nur mit Daumen und Zeigefinger anfassen. Spreiz den kleinen Finger ab. Hey, Wer ist das? Und dann das. Sie verderben ja alles. Hören Sie sofort auf. Ich mag's gern scharf und würzig. Wie wär's, wenn Sie den Ketchup gleich aus der Flasche saufen? Wow, ich fühle eine wahnsinnig hohe sexuelle Energie in der Luft. Ich bin noch zu jung für diese Art Unterhaltung. Schlaues Bürschchen. In meiner Jugend war ich genauso. Nur, dass der Bengel hübsch, reich und klüger ist. Sicher, man kann ja auch nicht alles haben. Kein Pferdeschwanz. Vertrau mir einfach. Du hättest sehen sollen, wie die Flammen aus dem Ding rausgeschossen sind. Und ich hab Highschool-Anwärter immer für Langweiler gehalten. Dazu war nur Grundwissen nötig. Oh, was haben wir denn hier? Eine elektrische Klobrille? Das ist einfach umwerfen. Ach, das ist doch gar nichts weiter. Aber als Ergänzung zum Brennnessel-Toilettenpapier ganz hübsch. Oh, hohoho. Und du willst kein Genie sein, ha? Ah? Warum tragt ihr zwei keine Waffen? Ich musste meinen Waffenschein abgeben. Kriegst du ihn nicht zurück? Ich wollte ihn mir ja wiederholen, aber ich habe den Prüfer in den Fuß geschossen. Beinahe jeder trägt heute eine Knarre und hält sich für einen harten Burschen. Harte Burschen gewinnen ihre Kämpfe aber auch ohne Waffen. Harte Burschen kriegen eins rein und sagen lächelnd, bitte nochmal. Harte Burschen sind 300 Pfund schwere Männer in lila Röckchen. Im Rücken gerade bleiben. Die Arme bilden einen Bogen. Und plié.
Bird. Wie reizend, dich zu sehen. Du hast so eine positive Ausstrahlung. Möchtest du einen Tee? Oder vielleicht ein Bohnenkresse-Sandwich? Hör auf mit dem Quatsch und zieh das Ding da aus! Oh, ich soll mein Trikot ausziehen? Ah, das Ballett. Es erhöht die Grazie. Ich bin ein ganz neuer Mensch. Ah, du Tollpatsch, lass mich ich runter! Ich lauf wie eine Feder, Bürtinski. Huh! Er ist noch nicht so weit, wie ich dachte. Das war ganz gut, aber nicht tief genug beim Plié. Warst du wenigstens mit meiner Haltung zufrieden? Nicht bewegen! Volle Deckung! Ups! Ach, was für ein hübsches, großes Mädchen. Was willst du hier, Kotzbrocken? Wir sind gekommen, um mit den Kinderchen zu spielen. Nur über meine Leiche. Meine Leiche oben drüber. Ach, wem soll ich hier ein neues Gesicht verschaffen? Ja! Du feiger Knirps! Warte, du miese Rat! Halt die Klappe! Du hässlicher Nussknappe! Und jetzt will ich es mal versuchen, ja? Alarm, los! Ich hätte es wissen müssen. Wer sonst kidnappt kleine Kinder? Thanatos? So sieht der Typ also aus. Cool. Und wer ist das? Es ist Seans Freund Bird. Sean Armstrong? Du meine Güte. Was für ein Glück. Ich werde reich und kann das Hochgefühl einer köstlichen Rache genießen. Ich bin fast ein wenig zu erregt. Also, wer will zuerst rankommen? Sie kriegen, was sie haben wollen. Ich gebe ihm den Chip. Aber nur, wenn sie die Kinder freilassen. Ihre Lage ist zu schwach, um mir Forderungen zu stellen. Aber trotzdem. Bringen Sie den Chip. Dann lasse ich Sie und die Kinder frei. Aber nicht Bird! Er hat mir das Haar gestohlen. Ich hatte prachtvolles Haar. Dicht. Starkwüchsig. Mit wunderbaren Locken. Für jedes dieser Haare wirst du einen tausendfachen Tod sterben. Sag mal, warst du eigentlich schon mal im Baumarkt? Vielleicht gibt's für deine Platte ja ein Schiebedach. Halt's Maul! Kinder entführen, alte Leute schlagen, du hast es weit gebracht. Hör auf! Mir dröhnt der Schädel. Na klar, du hast zu wenig Luft in der Schüssel. Ah! Sei still! Wo ist er versteckt? Macht ihr endlich das Maul auf! Wissen Sie, er ist in Seans Zimmer! Alex! Du Ratte!
Hey, ich glaube, es gibt noch Hoffnung für diese Familie. Haben Sie irgendwas dagegen? Ja, vielleicht sind es die Entführer. Dann ziehen Sie mal los, Mann, und suchen Sie Ihren verfluchten Lieutenant. Ich bin der Lieutenant. Gott, steh uns bei. Hallo, hier bei Mason. Natürlich. Ja, gut. Ist für Sie Alex. Hallo, was gibt's? Lieutenant, mögen Sie Zimtplätzchen? Den Toilettensitz? Wir haben den Chip darin versteckt. Auf der Werkbank. Neben der Brieftasche. Bringen Sie es zum Dock an der dritten Straße. Und kommen Sie allein. Es ist Thanatos! Alex, das war sehr blöd. Ach ja, du springst in leere Schwimmbecken und ich soll blöd sein? Ich bin so stolz auf dich. Wie ergreifend. Wie die Familie, die ich nie hatte und auch nie haben wollte. Wolfgang, fessele sie! Warte! Nein! 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 Ich werde sie befreien. Wie denn? Sie sind nur ein Wrestler. Was? Woher wissen Sie das? Ich habe Ihren Kampf gegen Trick McGraw gesehen. Aber Sie haben es keinem gesagt. Ich hatte gehofft, dass Sie einmal etwas Gutes tun könnten. Etwas, was wichtig ist für die Kinder. Ich hole Sie da raus. Sie können sich darauf verlassen. Sie bringen mir diese Familie wieder zurück. Oder Sie werden sich vor mir verantworten müssen. Und wenn Sie schon mal dabei sind, befreien Sie doch bitte auch diesen gefräßigen, klapprigen Hinkefuß. Versprochen. Helfen Sie mir. Ich klettere aus Alex' Fenster. Wo Sie hinfallen. Lieutenant, ich erzähl noch mal, was passiert ist. Der Einbruch begann mit einem gewaltigen Knall. Sollte man umlegen. Tut mir leid. Ich muss mal die Bremsen checken. Steh auf. Ruhig. Alles, was ich habe, ist eine Brieftasche. Basis an Scarabeus. Position durchgeben. Warum antwortet ihr nicht? Okay, du Mistkäfer. Wo fahren wir hin? Fahr dir doch hin. Nach Norden. Die Richtung gefällt mir besser. Erwürgst du alle? Sie haben gelogen. Warum verklagst du mich dann nicht? Wohin jetzt? Da lang. Wie viel Bojen mit der Nummer 53 gibt es in der Biscayne Bay? Nur eine natürlich. Und warum sind wir zweimal daran vorbeigefahren? Spannung ist schon fast nicht mehr zu ertragen. Dein Mundgeruch noch weniger. Dir wird das Witzemachen schon noch vergehen. Sie müssten doch schon längst hier sein.
Hey, was? Ah! Basis an Skarabäus. Was dauert da so lange? Warum antwortet ihr nicht? Kommen! Ich werde allmählich ungeduldig. Versuch's nochmal! Kommen! Da stimmt irgendwas nicht. Keine Bewegung! Mr. Armstrong! Ein erbärmlich unspektakulärer Auftritt, fast noch mieser als damals im West Memphis Pork Pavilion. Ey, wir haben in West Memphis gewonnen! Aber heute gewinnt ihr nicht. Du kannst sicher sein, Armstrong. Ich verliere nie. Warum denn nicht? Weil man ein Kind nicht schlägt. Alex, lauf zum Schalter. Lass mich runter, du verfluchter Zwerg! Schaukle, Wolfie-Baby. Eine Bewegung und ich zerstöre den Chip. Da ist gar kein Chip drin, du Bratpfanne. Ihr habt gelogen. Warum verklagst du uns dann nicht? Ja, Alex, stopp dich. Ja! Du hast mir das Haar zerstört. Und jetzt musst du dafür sterben. Ich werde dir sämtliche Knochen im Leib brechen. Los, Dad, wir müssen was tun. Hilf ihm doch, Daddy. Ein Transformator, das könnte klar, die Rettung sein. Wir mit einem Superhochspannungselektromagneten. Wie der Trick bei Miss Callahan? Was? Na, das Kindermädchen mit der Zahnspange. Erinnerung. Und? Wo steckt nun der Chip? Kate hat ihn. Stimmt gar nicht. Doch, du hast ihn. Versteckt in deiner Dolly. Bist du sicher? Ja, doch, ich brauch sie nicht mehr. Machen Sie's gut, Sean. Machen Sie's besser. Kate.
Kinder erziehen ist der härteste Job der Welt. Oh, hey, Bert. Danke nochmal für alles. Ich habe für dich einen neuen Job. Ich werde hier einen Partner brauchen. Danke. Aber weißt du, ich habe leider schon was anderes vor. Wieder mal angeln zu gehen. Hör zu, wenn du mich brauchst, ich kann diesen Affenfrack jederzeit ausziehen. Oh, du hattest heute früh schon Schwierigkeiten, in deinen Frack reinzukriechen. Weil du mir dabei helfen wolltest. Ich liebe euch, Kinder. Wir lieben dich auch. Ich liebe dich auch. Also, wir sehen uns. Vielleicht eher, als er gedacht hat. Wiedersehen schon. Hey, was habt ihr da? Er wird bald wieder hier sein. Settle down. I'll find a little shack by the railroad track on the outskirts of town. I'll plant a little garden and watch the flowers grow. I'll tell this crazy mixed up world I just don't wanna know. But if trouble comes a knocking like it did before, I'll kick that pest that upset my nest and put his head right through the door. Buster! Baby, gonna call your bluff. Buster! The tough get going when the going gets rough. Buster! It won't be over till you had enough. Buster! You ain't nothing but a powder puff. Buster! No average psychotic criminal genius makes a monkey out of me. Cause I got stuck when it gets rough that you don't wanna see. You know I am a lover, baby, that ain't all. I'm a wild tiger when my back's against the wall. You think that you're a hunter, and I will be your game. But your game is lost, you gotta pay the cost. I'm one cat you can't tame. Baby, gonna call your bluff. Buster! The tough get going when the going gets rough. Buster! It won't be over till you've had enough. Buster! You ain't nothing but a powder puff. Buster! Buster! I just wanna go fishing in the deep blue sea. Cause I need a change from my reality. This world will beat you down, beat you with a stick. You want an ice cream pop, they give you a boot to lick. I need some time to sort out all this mess. I gotta be rough and ready when they put me to the test. Buster! Baby, gonna call your bluff. Buster! The tough get going when the going gets rough. Buster! It won't be over till you had enough. Buster! You ain't nothing but a powder puff. Buster!